Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Konche. Herzlich willkommen zurück zu Subnautica. Ja, ihr schaut richtig, es hat sich einiges geändert seit der letzten Aufnahme. Ich habe auch einiges neu gemacht. Ich habe zum Beispiel hier oben ein Dach gemacht und habe es mit einem hier in der Bank. Da kann man sich hier hinsetzen und rausschauen. Da habe ich hier einen Schreibtisch hingestellt mit einem Stuhl. Da habe ich ein Regal eingestellt. Da habe ich hier die Kaffeeautomaten hingestellt. Ich habe hier die Poster angebracht. Ich habe hier das Becken erweitert, habe ein paar schöne Fische geholt. Zwei Knuddelfische zum Beispiel. Eins habe ich in einem Zeitkapsel gefunden. Und ja, genau. Habe da ein paar Sachen geholt, damit die Tierchen sich hier wohlfühlen. Und ja, habe halt. Da habe ich ein Bett hingestellt. Ich habe noch was gebaut, was ich euch nicht verheimliche. Sorry, dass ich es nicht aufgenommen habe. Ich weiß, ich bin ein Stiesel, aber ja. Noch dazu habe ich hier ein paar Schränke hingebaut. Ich habe hier ein zweites Tauchdock gebaut. Das hatte ich aber schon angekündigt. Ich habe meinen Krebs jetzt Dark Knight genannt und habe ein paar Extras reingebaut. Kann ich euch auch gleich zeigen. Wir haben jetzt nämlich den Bohrerarm, den Wurfhakenarm, ein paar Frachtmodule und das Krebssprungtriebwerk. Das heißt, ich war ohne euch im auf dem Lithium. Sehr nice, müssen wir noch wegpacken. Ich war ohne euch im Lost River. Aber nicht um euch zu ärgern, sondern ich bin nicht allzu weit gegangen. Ich habe nur ein paar Sachen weggeräumt bzw. geholt. Weggeräumt, geholt. So wie, genau, dieses komisch dröhnende Ding habe ich nämlich auch gefunden und gebaut. Den Kernkraftreaktor. Den hier. Kernreaktor, genau. Den habe ich gebaut und habe. Da bauen wir uns aber, glaube ich, noch einen zweiten. Weil desto mehr Power, desto besser. Und. Aber nicht in dieser Folge. In dieser Folge soll es um. Das da gehen. Ja, ich habe den letzten Teil für den Zyklopen gefunden. Und ja, ich habe ihn Hell getauft, also Hölle. Weil das Ding ist teilweise die Hölle. Wir können einfach mal reingucken. Das Gute ist, dass wir ein paar Schränke haben. Ich muss da noch ein paar Sachen bauen. Ich habe hier das Feuerlöscherlager, habe ich schon mal gebaut. Ich habe hier, kann ich euch zeigen. Also ich habe den Maschineneffizienzmodul, das haben wir eh schon gefunden. Das Zyklopenschildgenerator habe ich auch gefunden. Zyklopen-Feuerlöscheranlage, die habe ich gebaut. Ich habe die Ladeschachterweiterung gebaut und ich habe den Zyklopen-Tiefmodul Nummer 1 gebaut. Das heißt, wir können jetzt 900 Meter tief tauchen. Ja. Heute hatte ich sowieso vor, jetzt in der Folge hier ein paar Energiezellen zu basteln und dass wir uns in den Lost River begeben mit diesem wunderschönen Teil hier. Das heißt, wir werden uns jetzt. Weil wir brauchen noch ein bisschen. Kyanid. Nur das kriegen wir hier nicht in der Nähe. Ich habe hier noch den Schrank gebaut, da ist auf dem Quarz drin. Ja, wir brauchen Stuff. Was brauchen wir? Auf jeden Fall die Tafel. Da brauchen wir noch eine lilane Tafel. Die Batterien brauchen wir. Jetzt überlege ich gerade. Warte kurz. Muss kurz gucken. Wo waren das mit dem? Ich glaube hier, gell? Ne. Da war das hier. Ah, können wir sogar gleich basteln. Sehr stark. Da brauchen wir, glaube ich, zwei. So, die Energiezelle nehmen wir noch mit. Und die restlichen Batterien nehmen wir mit. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall Gummi.
Das heißt, wir müssen jetzt noch mal kurz hier die Teile angeln. Die Schlingpflanzenbüschel. So, da machen wir uns jetzt jede Menge Stuff. Whee! Hey, diesmal klappt es gleich auf Anhieb. Wow. So, wir brauchen jetzt nämlich Haufen Gummi für die Energiezellen. Boah, Nase juckt. So. Also. So. Warum wir die brauchen, zeige ich euch gleich. Wir haben jetzt 4 Stück. Könnte kritisch werden. Haben wir noch irgendwo Batterien? Nö. Haben wir da vielleicht noch Batterien drin? Nö, aber Gummi. Lul. So. Na gut, dann würde ich sagen, dass wir uns jetzt erstmal mit dem Krebs Richtung also mit unserem wunderschönen Krebs hier. Hui. Captain. So. Tada! So. Das heißt, wir werden uns jetzt in die Richtung von der U begeben. Da war ich nämlich auch schon. Ah, da. Genau. So. Welcome aboard, Captain. Bam, und so haben wir Licht. So. Blood Forest, da müssen wir hin. Aber. Außenkamera, ja. So. Jo, wir können runter tauchen, wir können aber auch wieder auftauchen. Natürlich. Das Gute ist, der Zyklop hält einiges aus. Das heißt, zwar nicht allzu viel, aber einiges. Ich hoffe jetzt nicht, dass so wie gestern, wo ich nach Rohstoffen gesucht habe, mir ein Reaper auf einmal entgegenkommt und ich einen halben Herzinfarkt bekomme, weil das war nicht so witzig. Genau, jetzt muss Conker online kommen, wo ich gerade am Aufnehmen bin. Das ist belastend. Nein, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal Haufen Sachen im Lost River erforschen. Kurze, jetzt bin ich gerade ganz schnell verwirrt gewesen. Habe ich die? Ja, gut, sehr gut. So, erstmal. So, jetzt weißt du ziemlich jedes Mistvieh, dass wir da sind. Wir können auch geräuschlos fahren, nur das Problem ist halt, dass das relativ viel Akku futtert. Also von den Energiezellen, die Energie. Ich könnte natürlich jetzt auch alles dunkel machen. Nur denke ich mir gerade, wir begeben uns gleich. So, wir begeben uns nämlich gleich in Reaper-Gebiet. Und ihr wisst eh, dass Reaper schon ziemlich allergisch auf Krebs, Seemotte etc. sind. Deswegen, wir haben uns auch eine kleine Kamera mit Licht. Ich werde das Licht mal lieber ausmachen. Weil sicher ist sicher. So, wir müssten jetzt eigentlich relativ nah an der Insel sein. Das heißt auch relativ nah an dem Reaper.
Und da würde ich halt jetzt ungern mal kurz Hallo sagen, weil der schon echt unfreundlich ist. So kann man zumindest durchschalten, um zu gucken, wo der jetzt eigentlich ist. Ich glaube, der ist da oben irgendwo, oder hoffe ich zumindest, dass der da oben irgendwo ist. So. Da müssen wir natürlich nichts mehr holen, weil ich da schon drin war. Gestern, ja. Die kleinen Fische haben selber Schuld, wenn die mir reinschwimmen, da kann nichts dafür. Auf der schwimmenden Insel, die haben wir uns ja schon angeguckt. Da haben wir ja schon das Wrack gefunden und haben ja das Wrack schon ausführlich auseinandergenommen. Ich habe ihn schon gehört. Übrigens können diese Teleporter-Tierchen uns auch rausbeamen, ohne Probleme. Also müssen wir so oder so aufpassen. Wir müssen jetzt sowieso ein bisschen tiefer tauchen. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nirgends gegen dämmel. So. Das Gute ist, für das Enzym haben wir bis jetzt alle Teile schon fertig. Ich glaube, wir müssen in die Richtung, oder? Yes. Perfekt. Oh, so ein Krabbenkalmar. Da hätte ich gern so ein Krabbenkalmar-Ei. Das hätte ich schon gern. Ob wir unten eins kriegen? Das wäre halt schon geil. Aber ich glaube es nicht. So. Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich wieder angegriffen. Weil er sich gleich wieder beleidigt fühlen. Hier geht's nämlich. Das ist ein super Eingang für den Zyklopen, weil der ist schön groß. Hier geht's nämlich straight in den Lost River. Nur eine Sache habe ich nicht bedacht. Ich brauche ja einen Fabricator an Bord. Verdammte Axt. Licht ausmachen, Conny, bist du irre? Mach das Licht aus, Mann. Seht ihr dieses große, nette, verdammte Mistvieh da vorne? Der kann unserem Zyklopen hier schon zum Problem werden. Ja, das habe ich mir gedacht. Wie gesagt, dieser Eingang ist halt nicht unbedingt einer der angenehmsten, aber einer der größten für den Zyklopen. Natürlich hätte auch jeder sagen können, warum bist du nicht mit dem Krebs hier runter? Tja, weil... Baum. Nein. Zyklopen ist halt schon chilliger, weil... Der hat mehr Staufläche als der Krebs. Ich glaube, ich lasse den eh hier unten stehen. Und werde jetzt mal einmal. So. Warum ist hier rot das Licht? Warum? Ach so, wegen dem. Ja, wir dürfen halt nicht allzu viel Zeug. So, den Krebs, den nehmen wir jetzt mit. Ich tue nur schnell speichern. Die ist direkt in den Krebs gesprungen. Blapp. So, perfekt. Das heißt, wir können jetzt auch ein paar Sachen mitnehmen. Blei, Titan, Silber. Völlig egal. Wir könnten uns hier unten auch eine kleine Base bauen, wenn wir wollten. Ich glaube, Titan finde ich unten auch. Nur die Frage ist, will ich hier eine Base bauen? Das ist Blei, oder? Ja. Ist das da vorne Silber? Ich suche Nickelerz. Hui! Ich hasse die Gegend hier unten. Ich hasse es so sehr hier unten, aber da gibt's halt den meisten Stuff, ne? Ich hoffe mal, dass der da hinten nicht meine wunderschönen Zyklopen schrottet, weil sonst schrotte ich dieses verdammte Mistvieh. Ach so, ich
gehe zum Anfang zurück. Ne, da will ich ja gar nicht hin. Ich will weiter reinlaufen, nicht weiter rauslaufen. So, wir müssen nämlich aufpassen, weil irgendwo hier oben ist ja dieser wunderbare Ghost Leviathan. Dieses verfluchte. Da hinten ist er. Apropos. Hat der jetzt meinen Zyklopen geschluckt? Aua! Verzieh dich! Jetzt. Ey, der hat jetzt nicht gerade wirklich meinen Zyklopen geschreddert, oder? Wenn du verfluchtes Mist wie mein Zyklopen geschreddert hast, schredder ich dich. Na komm her! Mehr oder nicht, aber. Ob das die beste Wahl war, da hinten zu parken? Ich bezweifle es mal ganz stark. Na komm her! Komm her, du übergroßes. Verdammtes. Irgendwas. Viech. Lass mein Zyklopen in Ruhe. Jetzt gibt's aber so viel auf die Glocke, dass du nicht mehr weißt, dass dort der Glocke gegeben hat. Dass du denkst, du bist im Traumland. Im Nimmerland. Aber ohne Peter Pan. Nur mit Captain Hook. Haust du mal ab? Sag mal, wie anhänglich seid ihr bitte? Ist ja das schlimmer als die Pest? So. Scheint noch ganz zu sein. Sehr schön. So. Hui! Also ich habe gedacht, wir können untertauchen. Ja, haut vorher anscheinend nicht hin. Ah, oh, was ist das? Was ist das? Lithium. Hm. Not bad ist aber nicht das, was wir gerade brauchen. So. Ich muss jetzt sowieso aufpassen, weil ich brauche Kyanit. Und da müssen wir jetzt ein bisschen weiter runter. Einmal. Johe! Ja, ich habe euch auch lieb. So, und zack. Da ist Gold. Ne, das brauche ich gerade nicht unbedingt. Hui! Füttert ihr mal eure Fische? Zack. Da ist auch nochmal Gold. Ob das jetzt so viel Gold? Jesus. Hui! So, was ich brauche. Ah, ja, genau. Ha. Ich erinnere mich. Da ist ja dieses riesengroße Leviathan-Köpfchen. Hi. Hörst du jetzt auf, du bist aber auch anhänglich. Titan. Prickelt. So. Ich glaube, ich muss in die Richtung. Zumindest habe ich da ein ganz, ganz vages Gefühl, dass ich in die Richtung muss. Hui. So, mich wundert ja, dass hier kein Teleportertierchen ist. Oder kommen die erst wieder und surprisen mich dann später? Du komm her! Komm her, kriegst du eins auf die Nase, du Hase. Verzieh dich. Muss ich aufsteigen und dich reparieren. Mal. Also. Ne, die brauchen wir später. Ja. So. Sag mal, Frechheit hier. Das ist mal Laserschneider, ne? Nee. Warum reparierst du nicht? Hä, was hab ich denn da gerade? Ach, das ist der Laserschneider, was ich da. Ja, toll, das soll's reparieren und nicht kaputt machen. So. Das ist der Reparaturwerkzeug. Das sieht beide gleich aus. Schon belastend. So. Also, ich werde dann auch gleich auf. Yes, wir werden auch gleich aufhören. Mit der Folge. Wir werden uns dieses Konstrukt da angucken und dann werde ich die Folge beenden. Weil wir werden uns dann nämlich wahrscheinlich hier unten wirklich. Yes. Eine kleine Base bauen. Aber nicht mehr in diesem Part, das mache ich dann ohne euch. Ja, dann würde ich gern wissen,
wird zum Axt aller Sensen der Eingang ist. Der muss ja irgendwo sein. I mean. Wo? Hö. So. Durch dieses Sprungmodul können wir eindeutig höher springen und weiter springen. Und das ist halt in manchen Fällen echt genial, weil wir dann. Habt ihr es gehört? Ich habe ihn gehört. Das wird noch ein nicht so netter Zeitgenosse. Ich habe nicht gedacht, dass wir den so früh schon hören. Weil der ist noch gut 200 bis 300 Meter unter dieser. Oder kann der sich jetzt schon durch den Boden backen? Das wäre halt schon etwas Scheibenhonig wäre das, ja? Scheibenhonig, ganz viel Scheibenhonig wäre das. Was ist das? Das ist Blei. Alter, wie viel Blei ich hier kriege, ist ja abartig. So, abartig gut meine ich. Also nicht abartig schlecht, sondern. Hui! So. Dann gehen wir mal. So, dann werden wir hier den Krebs hier kurz stehen lassen. Ein Ionenwürfel mitnehmen. So. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Ich habe gesagt, ich werde eine extra Folge machen, wo ich dann auch wirklich alles vorlese. Also, da jetzt mal nicht ausrasten oder so. Oder Wutanfall kriegen. Ich werde rechtzeitig alles vorlesen. Nur. Halt. Jesus Christ. So, da. Das ist ein Ei. Seedrachenei. Das sind wahrscheinlich Gerippe, ja. Das ist eine Tafel. Die holen wir uns. Eine Tafel. Ein Datenkonsole, Schadensbericht. Was? Die wurde von Menschen erbaut. Hi. Dann bist du hässlich. Entschuldigung. Ich will gar nicht wissen, wie lange du hier schon liegst. Aber zu lange anscheinend. So. Boah. Ja. Auf gut Deutsch, wir sind so dermaßen schon ver. Was ist jetzt? Ach so, ach du Scheiße. Na ganz toll. Na dann würde ich sagen, dass wir das Spiel so gut wie so schnell wie es geht schauen, dass wir das hinter uns bringen.
und von hier abhauen. Schnellstmöglich. So, ihr Lieben, ich sage erstmal. Hui. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir machen das nächste Mal weiter. Wie gesagt, ich baue eine kleine Base. Ich sage vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.